Was geht? Herzlich willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch, wie ihr in GTA 5 Online auf jedes Outfit eine Warnweste glitchen könnt. Das ist ein geiler Outfit-Glitch, wie das funktioniert, werde ich euch in diesem Video zeigen. Ja, Freunde, ihr benötigt als allererstes zwei Jobs aus der Videobeschreibung, dann braucht ihr einen Freund, der euch bei diesen zwei Jobs hilft. Ja, wenn ihr das Ganze einmal habt, dann braucht ihr eine Autowerkstatt, in der Autowerkstatt braucht ihr eine gewisse Mission und diese werde ich euch gleich noch zeigen und wenn ihr diese nicht habt, was ihr tun könnt, damit ihr diese bekommt. Ja, Freunde, wenn euch das Ganze an der Stelle gefällt, dann zeigt es mir gerne mit einem Like und einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und teilt das Video nur noch auf ihre Mitte und Freunden, damit die hiervon auf jeden Fall auch noch Bescheid wissen. Ja, auf jeden Fall ist der Glitch relativ einfach. Ich habe für den Glitch insgesamt 15 Minuten, 10 Minuten gebraucht. Das kommt auf jeden Fall gut hin, ist auf jeden Fall schnell gemacht und dann könnt ihr es auf jedes Outfit bekommen. Ja, wir werden uns gleich noch die Jogger rausglitchen. Ich werde euch zeigen, wie das funktioniert und wir werden uns ein Baba-Outfit zusammenstellen. Ich will gar nicht so viel rumlabern. Wenn ich was vergessen habe, werde ich das noch im Laufe des Videos erwähnen. Deswegen seid nicht sauer, wenn was fehlt. Aber es sind da nur Kleinigkeiten. Ja, wir springen das eigentliche Video. Let's go. Begibt euch in die Autowerkstatt und hier braucht ihr an dieser Vorbereitungstafel, ja, den Kontrolleinheit-Job. Ja, ich habe den nicht, deswegen startet ihr jetzt einen dieser drei Jobs. In meinem Fall ging nur einen dieser zwei und den müssen wir starten. Haben wir den gestartet, werden wir jetzt hier rausgeschmissen und dann gehen wir ins Kontaktbuch und in unserem Handy rufen The Santa an, warten bis diese angenommen hat und wenn diese angenommen hat, gehen wir auf Auftrag abbrechen. Bestätigen diese schwarze Meldung mit X, dann ruft sie uns nochmal an, das ist aber egal, wir drücken nämlich jetzt einfach nur noch Options, gehen auf Online, gehen auf neue Sitzung finden und am besten geschlossene Freundessitzung. Wieder zurück in der Tafel, der Kontrolleinheit-Job, den müssen wir an der Stelle starten und auch ganz normal spielen. Ja, ihr müsst euch halt auch zurück in die Autowerkstatt begeben, gell? Ihr wisst Bescheid. Und hier müssen wir die erste Mission Zuginventar starten. Haben wir das an der Stelle gemacht? Wie gesagt, spielt den Job ganz normal. Begibt euch jetzt zu dem Spot, der euch jetzt angezeigt wird. Und hier müssen wir das Outfit mit der Warnweste anziehen. Haben wir das an der Stelle gemacht? Ja, kleiden wir uns mit dem Outfit und spielen den Job ganz normal. Und ja, beenden diese Mission komplett und vollständig. Das ist ganz wichtig, dass wir das an der Stelle machen, sonst können wir dieses Outfit, was wir haben, nicht freischalten. Wir müssen das nämlich jetzt an der Stelle freischalten und das werden wir uns jetzt noch genauer angucken. Ich habe diesen Job beendet, extra um euch das zu demonstrieren und dann gehen wir jetzt ganz einfach einmal weiter mit diesem Glitch. Ja, Freunde, ihr drückt dann jetzt an der Stelle ganz einfach Options, Online geht auf Jobs und auf die markierten Jobs. Habt ihr das Ganze gemacht, dann gehen wir jetzt ganz einfach hier auf Last Team Standing Powerplay 2. Ja, ihr müsst das Ganze mit einem Freund starten. Der Host bekommt die orangene Jogger, die wir benötigen. Und der ja, Mitspieler die lilane Jogger. Alles ganz normal. Wir öffnen dann jetzt das Interaktionsmenü. Haben wir das Interaktionsmenü an der Stelle geöffnet, gehen wir auf das Aussehen, Accessoires. Und dann gehen wir jetzt einmal nach oben und wechseln einmal kurz die Handschuhe. Ich bin für euch alles mal durchgegangen. Sicher ist sicher. Aber einmal Handschuhe wechseln reicht. Ja, wir verlassen den Job ganz einfach über die Jobliste im Handymenü. Viereck und X haben wir das gemacht. Speichern wir das Outfit hier an der Stelle am besten auf dem letzten Outfit-Slot ab. Entweder auf dem letzten, den ihr habt, oder auf den ersten. Ja, das wird gleich wichtig für den eigentlichen Glitch. Ihr erstellt euch dann jetzt bitte ein Outfit mit der pfirsichfarbenen Schussweste und speichert dieses Outfit dann ab. Das ist dann euer Wunsch-Outfit, auf den die Weste dann draufkommen wird. Also ihr macht euch ein grobes Outfit, wie ihr es haben wollt, und dann packt ihr da die pfirsichfarbene Schussweste für den Glitch einfach nur noch drauf. Ja, Freunde, wir machen an der Stelle mit dem Glitch ganz einfach weiter. Geht nun zu den Raubüberfall-Overalls und zieht euch einen dieser drei Outfits an. Ich habe mich für das Gefahrengut-Outfit entschieden. Nun begebe ich mich an den Vespucci Beach und mache den Maske- und Brille-Glitch und merge das auf mein originales Outfit, wo die Jogger jetzt einfach drauf ist. Ja, Freunde, wir begeben uns hier hin an diese Location. Guckt, dass ihr ein bisschen Bargeld dabei habt. Und dann stellt ihr euch jetzt hier ganz einfach hin. Spammt Steuer kurz nach rechts und drückt Viereck, damit ihr übers Geländer springt. Bei mir hat es nicht direkt geklappt, aber das machen wir jetzt noch einmal. Wir gehen jetzt hier an das Geländer, spammen Steuer kurz nach rechts und drücken dann ganz schnell Viereck. Und dann sollte der Charakter hier so gegenlaufen. Wenn er es nicht tut, ist es auch vollkommen in Ordnung. Aber bei mir ist er hier gegengelaufen und da muss ich jetzt warten, bis der am Teleskop spawnt. Und dann lauft ihr auch bitte sofort von diesem Teleskop weg. Ihr habt schon mal hier ready, dass ihr nur noch X auf euer Outfit drücken müsst. Im Aussehen des Interaktionsmenüs. Wenn wir dann jetzt abwarten, ist unser Charakter hier oben und wir gehen einen Schritt weg und drücken X.
dann hat sich das Outfit auch schon gemerged, beziehungsweise die Maske und das Ganze speichern wir auch dann bitte am Maskenladen ab, da dieser am nächsten ist und der machen wir jetzt auch an der Stelle weiter. Hier habe ich das Ganze nochmal überschrieben, wir sind jetzt am Maskenladen, speichern dieses Outfit zweimal ab, sicher, sicher, dann gehen wir hier raus, öffnen den Interaktionsmenü, gehen aufs Aussehen und spam einfach hier ein paar Mal X drauf. 5-6 Mal sollten an der Stelle auch reichen, haben wir das an der Stelle gemacht, drücken wir Options, gehen dann ganz einfach auf ja, Rockstar Games, ihre Mission und starten den Job für einen Titan. Haben wir den Job für einen Titan gestartet, gucken wir, dass wir mit der Gasmaske spawnen, wenn nicht, müssen wir den Glitch nochmal machen und dann gehen wir einfach mal in den x-beliebigen Ammunition in der Nähe, ich nehme jetzt den, der hier gerade aus ist und dann müssen wir auch einfach in den Ammunition gleich reinlaufen. Sind wir dann jetzt am Ammunition, laufen wir wie gesagt rein, gehen jetzt hier einmal hin und speichern das Outfit an der Stelle ab. Haben wir das Outfit abgespeichert, verlassen wir diesen Job am besten über die Jobliste im Handymenü oder ihr drückt wie ich jetzt einfach mal Options online, geht auf neue Sitzung finden und macht eine Freundessitzung auf. Das tut es am Ende auch. Wenn wir dann jetzt hier wieder gespawnt sind, gehen wir wieder in den Ammunition, gehen dann jetzt ganz einfach auf Los Santos Tunas, wenn wir auf Los Santos Tunas gegangen sind, Hafenarbeiter und wählen eins dieser 4 Outfits aus. Das haben wir in der Mission gerade freigeschaltet, deswegen müssen wir jetzt hier eins wieder aussuchen. Abspeichern braucht ihr nicht, deswegen einfach hier eins anklicken. Haben wir das jetzt angezogen? Ja, dann gehen wir jetzt ganz einfach einmal wieder raus auf Options, Jobs spielen, ja, und dann ganz einfach auf unsere markierten Jobs. Und dann gehen wir jetzt ganz einfach, ja, auf diesen, das ist so eine G-Sache, Mission, auch in der Videobeschreibung verlinkt, diesen ganz einfach wieder mit einem Freund starten. Wir sind dann jetzt im Job, gehen auf die Kategorie Kleidung und gehen auf gespeicherte Outfits. Wir laden direkt einen Freund ein, mit dem wir diesen Job kurz anzocken. Wir müssen den Job nicht zu Ende spielen, nur kurz starten. Ja, Freunde, wir gucken uns das jetzt an der Stelle nochmal genauer an, weil wenn wir jetzt hier sind im Besitz und dann gehen wir jetzt einmal auf nach links, also ich drücke einmal steuer kurz nach links, weil das ist ja dann das letzte Outfit, was ich abgespeichert habe, sonst müsst ihr nach rechts, wenn es auf dem ersten Platz ist, also auf dem ersten Outfit-Slot. In meinem Fall war es auf dem letzten, deswegen einmal nach links und ihr startet diesen Job. Wir fragen gerne in die Kommentare und dann warten wir jetzt an der Stelle, bis das Ganze vollständig geladen hat. Und dann müssen wir jetzt ganz einfach nur noch den Job verlassen und das machen wir einfach übers Jobmenü im Handy. Ich werde das jetzt ganz einfach machen, Viereck und wieder X drücken und dann laden wir aus diesem Job heraus. Und das ist auch schon so ziemlich alles gewesen und wir sind auch gleich schon fertig. Ja Freunde, wir sollten dann jetzt mit diesem Mülloutfit hier ganz einfach wieder spawnen und dann suchen wir uns jetzt ein x-beliebiges NPC-Auto. Und ja, ihr müsst euch als MC oder CEO registrieren. Das ist ganz wichtig, sonst funktioniert es an der Stelle nicht. Ja, ich habe ein NPC-Auto gefunden, gehen auf Verwaltung, MC-Stil, gehen auf den Stil, drücken einmal nach links und nach rechts. Haben wir das an der Stelle gemacht, könnt ihr sehen, das Outfit wurde gemerged. Es hat wunderbar funktioniert. Es ist auf meinem Wunsch-Outfit und dieses werde ich nur noch abspeichern. Ja, bei Fragen sehr gerne in die Kommentare und das ist auch schon alles gewesen. Ihr könnt jetzt noch einen Masko-Brille-Glitch machen und da sämtliche Sachen draufpacken. Wichtig, erst hier diese Weste abspeichern und dann könnt ihr mit allem anderen weitermachen. Das ist doch schon das ganze Video gewesen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einem Like und einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Teilt das Video dann noch auf eure mittleren Freunde und aktiviert auf korrekt die Glocke, damit ihr kein weiteres Video auf diesem Kanal verpasst. Ja, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video oder auch nächsten Livestream wieder. Bleibt gesund und ciao.